Ich wuchs zunächst als Waisenkind mit ungewissem Schicksal auf, bis zu dem Tag, als ich in die Obhut von Lady Margaret Beaufort, der Mutter Heinrich des Siebten, kam. Sie sorgte dafür, dass ich eine Ausbildung erhielt, die meiner königlichen Herkunft entsprach. Als ich älter wurde, arrangierte man eine Hochzeit zwischen mir und Sir Richard Pole. Richard war ein treuer Unterstützer der Tudors, wodurch mir die Ehe mit ihm Sicherheit einbrachte und meine Position am Hof festigte. Richard und ich bekamen mehrere Kinder. Leider starb Richard bereits im Jahr 1504. 5 Jahre später starb auch König Heinrich. Doch mit der Thronbesteigung seines Sohnes Heinrichs des Achten sollte sich mein Leben für immer ändern.